Die Notation in radioaktiven Isotopensystemen erfolgt im Prinzip identisch zu dem in stabilen Isotopensystemen. Also beispielsweise Delta ist gleich, wenn dann das Isotopenverhältnis Ratio in einer Probe geteilt durch das Isotopenverhältnis in einem Standard, minus 1, das Ganze mal 1000 und man hat den Delta-Wert, oder mal 10.000 und man hat den Epsilon-Wert. Jetzt gibt es hier unten diesen Standard, auf den man normiert. Und das wollen wir jetzt mal im radioaktiven Isotopensystem anschauen. Also beispielsweise, wenn Lutetium-176 zu Hafnium-176 zerfällt. Das Normalisierungsisotop hier in dem System ist 177 Hafnium. Schreibe ich mal auf beiden Seiten hin. So, jetzt messen wir zum Beispiel 176, 77 Hafnium in einem Gestein. Und wollen es normalisieren auf einen Standard. Als Standard wählen wir jetzt, was oft gemacht wird, das Chondritic Uniform Reservoir oder CUR. Dieses CUR-Reservoir verändert auch seine Isotopenzusammensetzung über die Zeit, denn auch in den CI-Chondriten über die Zeit zerfällt Lutetium zu Hafnium. Das heißt, es stellt sich die Frage, auf welches 176, 177 Hafnium Verhältnis normieren wir überhaupt? Normieren wir auf das, was wir heute messen, oder auf das, wie es zum Beginn des Sonnensystems war? Auf welches normalisieren wir? Und dazu schauen wir uns mal kurz an, wie dieser Zerfall in etwa in einem Evolutionsdiagramm aussieht. Mit der Zeit auf der X-Achse und beispielsweise jetzt eben diesem 176, 177 Hafnium-Verhältnis auf der Y-Achse. Und dann beginnt das Zerfallsystem irgendwann hier und das Chondritic Uniform Reservoir bekommt immer mehr Hafnium durch den Zerfall von Lutetium, entwickelt sich in etwa in diese Richtung. Natürlich ist das keine Gerade, aber das Zerfallsystem hat eine hohe Halbwertszeit von 37 Milliarden Jahren, deshalb sieht es in etwa wie eine Gerade aus über die Zeitspanne unserer Erde. Jetzt können wir den Mantel anschauen und der verläuft dann irgendwo hier, der depleted Mantel, und die Kruste verläuft vielleicht irgendwo hier. Und jetzt ist die Frage, wenn wir ein Gestein haben, das vor einer bestimmten Zeit entstand, vielleicht hier, auf welches Verhältnis normieren wir das? Wie gesagt, zum Beispiel auf das aktuelle. Nein, machen wir nicht, sondern immer auf das Verhältnis zu der Zeit, als das Gestein entstanden ist. Also wenn das Gestein zu der Zeit entstanden ist, normieren wir das auf diesen Kurwert. Wenn das Gestein zu dieser Zeit entstanden ist, also hier, normieren wir es auf diesen Kurwert. Und so weiter. Das heißt, wir müssen das 176-77 Verhältnis immer ausrechnen für eine bestimmte Zeit und dann auf dieses ausgerechnete 176-77 Verhältnis normieren. Und daraus ergibt sich ein zweites Diagramm. Und hier ist dann beispielsweise Epsilon-176-177 auf der Y-Achse aufgetragen. Epsilon, da die Abweichungen in dem System ziemlich klein sind. Und jetzt kann ich nicht nur den Mantel auf CUR normalisieren, sondern ich kann auch CUR selbst hier auf CUR normalisieren. Das heißt, ich setze hier oben CUR ein, setze hier unten CUR ein und dann erhalte ich hier, weil es beides die gleichen Werte sind, 1. Davon wird 1 abgezogen, ergibt 0, mal 10.000 ergibt wieder 0. Und das bedeutet, CUR ist immer 0, weil CUR zu jeder Zeit auf sich selbst normiert immer 0 ergibt. Und deshalb ist CUR in diesem Diagramm hier immer entlang der Nulllinie. Jetzt fange ich an und normalisiere den Depleted Mantel hier auf CUR und dann fängt an, dieser Depleted Mantel sich in diese Richtung zu entwickeln, weil der Abstand von der CUR-Linie hier immer größer wird. Das gleiche gilt für die Kruste, die entwickelt sich nur in diese Richtung hier, weil sie hier unterhalb der CUR-Linie liegt. Das heißt nicht, dass sich die Kruste in dem Diagramm radiogen irgendwie anders entwickeln würde oder sowas, sondern das kommt nur aufgrund der Art der Normalisierung hier. Wie lässt sich das Ganze jetzt ausrechnen? Dazu schauen wir uns nochmal ein Entwicklungsdiagramm an, also sowas wie das hier mit Zeit auf der X-Achse und auf der Y-Achse zum Beispiel 176 Lutetium und dann auch noch 176 Hafnium. Das Lutetium zerfällt jetzt über die Zeit mit der Zerfallsgleichung E hoch minus Lambda T. Und das Hafnium 176
Zur gleichen Zeit nimmt es natürlich zu. Und aus dieser Gleichung heraus, das, was durch den Zerfall dann entsteht, ist das Hafnium. Und deshalb ist das entstehende Hafnium beschrieben mit E1 minus E hoch minus Lambda T. Und damit können wir das Ganze auch ausrechnen. Denn wenn wir wissen, wie die initiale Menge an Lutetium ist hier, dann hier oben, das ist das Lutetium, wie hier die initiale Menge an Lutetium ist, dann können wir diese initiale Menge hier als N vor die Zerfallsgleichung schreiben und können dann diese Kurve genau ausrechnen. Beziehungsweise wir können das N dann auch hier vorschreiben, vor die Gleichung der Zunahme von dem Tochternuklid und erhalten dann eben, wie viel von diesem Tochternuklid zugenommen hat. Und aus dem lässt sich im zweiten Schritt dann noch der Epsilon-Wert berechnen. Und wie das geht, will ich hier einmal zeigen. Dazu habe ich schon einige Werte vorbereitet. Hier oben, das ist einmal die Zerfallskonstante von Lutetium 176. Darauf komme ich gleich, auf den Initialwert. Und dann, das ist der Initialwert für Lutetium, also 176, 177 Lutetium in Cour, im Depleted Mantle und in der Kruste. Und jetzt mache ich nichts anderes, als genau die Gleichung, die ich gerade gezeigt habe, hier hinzuschreiben. Also 1 minus und dann E hoch minus und dann kopiere ich das hier runter, minus Lambda mal T. Und dann habe ich zunächst mal, kann ich das plotten, für T von 0 bis 4567 Millionen Jahren. Dann kann ich das plotten und habe hier erstmal die Zunahme an Hafnium 176 aufgetragen. Jetzt möchte ich das noch spezifizieren für das chondritische Reservoir hier und deshalb schreibe ich das noch hier davor. Und das sieht dann für das chondritische Reservoir aus, sieht ziemlich, sieht noch keinen großen Unterschied. Jetzt mache ich das noch für die beiden anderen Reservoire, dafür kopiere ich das zweimal hier rein und alles, was ich ändern muss, ist hier vorne die initiale Zusammensetzung. Und dann lässt sich hier schon erkennen, wie sich die unterschiedlichen Reservoire entwickeln. Also in Blau, das ist das chondritische Reservoir, in Orange, das ist der Mantel und in Grün, das ist die Kruste hier. Und zu dem Ganzen muss ich natürlich, wenn es ganz korrekt sein soll, noch das initiale Hafnium 176 dazu rechnen. Und deshalb schreibe ich das mal noch kurz hier mit hin. Und so würde das tatsächliche Entwicklungsdiagramm aussehen. Und daraus lässt sich jetzt im zweiten Schritt der Epsilon-Wert berechnen. Dazu nehme ich jetzt hier die Formel zur Berechnung des 176-177-Verhältnisses zu einer bestimmten Zeit und teile das durch das Normalisierungsisotop. In dem Fall ist es wieder der Kurwert. Und dann noch minus 1 mal 10.000. Dann habe ich den Epsilon-Wert. Und dann kopiere ich das zweimal und ersetze dann nur hier Kur durch einmal Mantel und einmal durch Kruste. Und dann kann ich das Ganze wieder plotten von über den gleichen Zeitraum. T von 0 bis 567 Millionen Jahren. Und dann bekomme ich eben genau dieses Diagramm hier raus, wo es auf der Y-Achse der Epsilon-176-77 Wert aufgetragen ist und dann Kur im Blau hier einmal immer bei 0. Der Mantel entwickelt sich dann leicht nach oben, die Kruste leicht nach unten, aber das bezieht sich nur auf den Epsilon-Wert, denn wie man ja eben in diesem Diagramm hier oben sieht, über die Zeit ist es natürlich weiterhin so, dass in allen Reservoiren das 176 Hafnium zunimmt. Und ich habe das Ganze hier nochmal ein bisschen schöner gezeigt, das ist genau das, die beiden gleichen Diagramme und dann kann man hier sehen, die Zeit läuft jetzt praktisch umgekehrt, spielt ja keine Rolle. Und hier kann man dann sehen, wie sich diese verschiedenen Reservoire über die Zeit hier entwickeln.
Und auch hier nochmal gesagt, das sieht jetzt hier linear aus, ist es aber nicht, weil das nur davon ab, dass, weil das nur daherkommt, dass die Halbwertszeit so lang ist. Ich kann auch hier mal zum Spaß die Halbwertszeit oder die X-Achse praktisch verlängern. Und dann sieht man, wie sich mit der Zeit aus der Gerade eben diese Kurven entwickeln. Und dazu muss ich noch die Zeit hier oben verlängern, sonst wird das nichts. So, und dann kann man sehen, wie sich die Geraden in Kurven verwandeln. Und zwar in beiden Diagrammen. Ja. Weil natürlich das Epsilon-Diagramm das andere Diagramm entsprechend abbildet. Und dieser kleine Unterschied im Standard zwischen radiogenen und stabilen Isotopen, darauf muss man eben aufpassen, dass man bei den radiogenen Isotopen oder bei radioaktiven Zerfallsystemen immer das Normalisierungsisotop entsprechend oder das Isotopenverhältnis immer entsprechend ausrechnen muss.